Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz. Ja, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN Deutschland. Von dem Religionsphilosophen Martin Buber stammt das Zitat: Der Mensch wird am Du zum Ich. In dieser Aussage steckt unter anderem, dass wir Menschen erst in der Begegnung mit anderen Menschen zu der Person werden, die wir sind. Und dass unser Menschsein sich nur mit einem Gegenüber völlig entfaltet. In besonderer Weise lässt sich das in Beziehung und Partnerschaft erleben. Unser Thema: verliebt, verlobt, verheiratet. Doch bevor man heiraten kann, muss man ja erstmal die Richtige oder den Richtigen haben. Aber wo und wie findet man so jemanden? Wir haben uns mal in Hamburg umgehört und wollten wissen, wie die Hamburger eigentlich ihren Traumpartner suchen. Ich glaube, man kann seinen Traummann überall finden. Aus meinem Freundeskreis und meiner Familie ist es witzigerweise ganz oft so gewesen, dass es bei der Arbeit passiert ist. Also dementsprechend immer Augen offen halten. Ja. Ich habe ihn zufälligerweise in Dänemark im Urlaub getroffen, weil unsere besten Freunde zusammen sind, also meine beste Freundin und sein bester Freund. Und ja, so haben wir uns halt kennengelernt. Immer wenn man gar nicht damit rechnet, würde ich pauschal sagen, wenn man losgeht und sagt, heute lerne ich einen kennen, passiert es sowieso nicht. Ich bin zum Fußball gegangen, St. Pauli, Millerntor. Und da war er im Publikum. Ich suche bewusst gar nicht. Mir ist das relativ egal, ich lasse es auf mich zukommen. Ich bin ja noch jung, deswegen habe ich noch ein bisschen Zeit. Ansonsten glaube ich, wenn man auf Reisen geht, da man eher Leute trifft, die ähnliche Interessen haben wie man selber. Und dass man auch vielleicht den gleichen Spirit findet. Aber sowas wie jetzt Dating-Plattformen und sowas kann man natürlich auch benutzen. Mein Bruder zum Beispiel hat seine Freundin darüber kennengelernt und sind immer noch super glücklich. Also ich glaube, da gibt es keine spezielle Formel, die alles sozusagen abdeckt, sondern man muss einfach auf sich zukommen lassen. Und wenn man Glück hat, klappt es. Wenn man kein Glück hat, dann eben nicht. So. Ich würde sagen, hört auf zu suchen. Der Traumpartner kommt von ganz alleine. Und ja, manchmal dauert es halt auch, bis man 28, 29 ist, bis da jemand kommt, wo es einfach passt. Ja, manchmal dauert es. Und nicht nur bis man 28, 29 Jahre alt ist, sondern länger. Viel länger. So hat es jedenfalls Cherie Martin aus Florida erlebt. Cherie Martin wuchs an den weißen Sandstränden nahe Pensacola, Florida auf. Die Pastorentochter glaubte daran, dass eines Tages ihr Prinz auftauchen würde. Als ich Anfang 20 war, heirateten nach und nach alle Freunde. Ich hatte kaum Dates. Das machte mich traurig. Ich war eine Art Spätzünder. Irgendwann dachte ich, Gott hat mich vergessen. Aber Cherie glaubte daran, dass Gott ihr versprochen hatte, zu heiraten. Also ging sie weiterhin auf Dates. Doch es wurde nie etwas daraus. Also betete ich, Gott, bitte lass mich nicht verzweifeln. Ich wartete und suchte weiterhin nach Gott. Es gibt diesen Vers in Jesaja: Bis du nicht mehr Verlassene heißest und dein Land wird wieder vermählt sein. Solche Verse gaben mir Kraft. Cherie war Ende 40. Da wurde sie von Freunden zu einer Hochzeit eingeladen. Dort lernte sie den Surfer Ben kennen. Mitten in der Lobby stand er, allein, dieser hinreißende Mann im Smoking. Ich wusste, das muss dieser Mann sein, von dem mir meine Freundin erzählt hat. Ich lief zu ihr, bitte sag mir, dass es er ist. Und sie sagte, genau er ist es. Am nächsten Tag sahen sich Ben und Cherie in der Kirche wieder. Gleich nach dem Gottesdienst kam dieser tolle Mann zu mir und sagte, hi, ich bin Ben Martin. Ich bin ihm also auch aufgefallen. War es Liebe auf den ersten Blick? I was definitely attracted. Ich fand Cherie schon attraktiv. Naja, ich war schon noch ziemlich zerrissen. Cherie wusste damals nicht, dass Ben eine schmerzhafte Scheidung durchgemacht hatte. Der leidenschaftliche Surfer Ben dagegen wusste nicht, dass Cherie Angst vor Wasser hatte. Ich lieg gern in der Sonne, er surft gern, das passt. Aber es lief nicht rosig für Ben und Cherie und die beiden trennten sich für einige Monate. Meine Eltern sind auch geschieden. Ich wollte das für mich nie. Ich musste erst die Hoffnung loslassen, dass meine erste Ehe wieder in Ordnung kommt. Ich sagte ihm, du musst dich ganz für mich entscheiden. Ich bin nicht die zweite Wahl. Ich will dein ganzes Herz. Daraufhin sagte er, du bist die eine, die mit der ich leben möchte. Wenn dir jemand sagt, du bist die, die ich will, das ist einfach...
Im Sommer 2012, nach fast 2 Jahren hin und her, bereitete Cherie ihren 50. Geburtstag vor. Wir haben nicht nach Ringen geguckt, nicht mal übers Heiraten gesprochen. Aber es war ein besonderer Tag und er fragte mich, was ich tun möchte. Mir war nach einem Spaziergang am Strand. Das hatten wir noch nie als Paar gemacht. Wir kamen über die Dünen und links und rechts fanden gerade Hochzeiten statt, ernsthaft. Und er fragte, was hältst du von einer Hochzeit am Strand? Dort in den Sanddünen an Cheries 50. Geburtstag bekannte sich der 9 Jahre jüngere Ben zu seiner Liebe zu ihr. Ich schüttete ihr einfach mein Herz aus, dass ich sie liebe und mein Leben mit ihr verbringen möchte. Und ich fragte sie, ob es ihr auch so gehe. Sie sagte ja, noch während ich versuchte, den Ring aus meiner Tasche zu holen. Cherie sagt, der Altersunterschied spielt keine Rolle. Gott hat das alles unwichtig werden lassen. Und die Leute sagen, man sieht uns den Altersunterschied kaum an. Cherie und Ben hatten sich am 2. Juni verlobt und wollten 5 Monate später heiraten. Dann endlich kam der 3. November. Es war ein wunderschöner, traumhafter Tag. Ich war Gott so dankbar. Wir mieteten ein Haus am Strand und luden unsere Familien ein. Die Hochzeit fand direkt vor dem Haus statt. Cherie sagt, ihre Geschichte ist ein Beweis dafür, dass Gott seine Versprechen hält. Auch wenn es ein bisschen dauern kann. Bitte ihn darum, dir ein Versprechen für dein Leben zu geben. Und dann glaube daran, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Ich wollte die Richtige und Gott gab sie mir. Ich weiß, dass mein Herz bei Cherie sicher ist. Das Alter ist nur eine Zahl. Und sie ist so schön und wunderbar. Gott ist gut. Eine Frau zu haben, ist eine großartige Sache. Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Leben hatten Cherie und Ben zwar die eine oder andere Schwierigkeit zu überwinden, aber schließlich haben sie sich gefunden und eine romantische Hochzeit am Strand gefeiert. Nun stehen sie vor der Aufgabe, ihre Ehe zu bewahren und zu pflegen. In den USA widmet man sich dieser Aufgabe besonders am Valentinstag. Und unser Kollege Scott Ross hat Passanten gefragt, was sie vom Valentinstag halten und wie sie ihn begehen. Was weißt du über den Valentinstag? Der ist für Verliebte. Bist du verliebt? Ja, irgendwie schon. Was machst du am Valentinstag? Wir fahren mit unserer Gemeinde weg, zu einem Ehewochenende. Das machen wir jedes Jahr. Das ist ein Kurzurlaub für Paare. Ist er ein guter Valentinsschatz? Oh ja. Was tut er für dich? Wir gehen aus und feiern. Manchmal gehen wir auf Partys. Wie lange seid ihr verheiratet? Seit 30 Jahren. 30 Jahre habt ihr Kinder? Ja, wir haben 12. Wie bitte? 12. 12 Kinder? Ja. Was tust du für deine Frau? Ich behandle sie gut. Du behandelst sie gut? Okay. Ja, ich lade sie zum Essen ein. Was macht deine Frau am Valentinstag für dich? Das ist ja das Problem. Was heißt das? Naja, ich finde, der Valentinstag ist doch mehr so eine Frauensache. Was machst du am Valentinstag? Naja, ich entspanne mich und warte auf meine Geschenke. Worum geht's am Valentinstag, weißt du das? Nicht wirklich. Ich vermute Liebe. Was bedeutet der Valentinstag für dich? Das bedeutet viel Schokolade. Ein guter Tag also. Wirklich? Ja, ich will eigentlich nur Süßigkeiten. Ich kaufe Schokolade und sowas. Was bedeutet Liebe für dich? Sich zu kümmern und füreinander da zu sein. Liebe ist größer als das, was dich normalerweise im Leben leitet. Wie zeigst du Liebe? Durch Kleinigkeiten. Ich lade sie in ein Restaurant ein oder koche ihr Lieblingsessen. Vielleicht schenke ich ihr eine Uhr oder eine Kette. Damit sage ich, hey, ich denke an dich und liebe dich und schenke dir deswegen was Schönes. In der Bibel steht, Gott ist Liebe. Was bedeutet das? Gott ist Liebe und ich liebe ihn sehr. Was bedeutet das für dich, Gott ist Liebe? Wenn du Gott nicht liebst, weißt du nicht, was Liebe ist. Ach ja? Wenn du Gott nicht liebst, kannst du auch keine Menschen lieben. Und wie sieht es in Ihrer Partnerschaft aus, liebe Zuschauer?
Feiern Sie eigentlich den Valentinstag? Oder vielleicht schenken Sie sich gegenseitig an anderen Tagen etwas? Wenn ja, was zum Beispiel? Blumen, Pralinen oder sogar Schmuck? Über welche Geschenke freuen Sie sich besonders? Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Erfahrungen und schreiben Sie uns. Oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite und hinterlassen Sie einen Kommentar zur Sendung. Wer frisch verliebt oder erst kurz verheiratet ist, stellt sich Ehe gerne als eine Aneinanderreihung romantischer Momente vor. Das pure Glück, so wie es in Hollywood-Romanzen gezeigt wird. Wer länger verheiratet ist, weiß natürlich, dass die Realität anders aussieht. Denn die eigentlich spannende Ehephase beginnt erst an dem Punkt, an dem die Hollywood-Filme enden. Wenn der Alltag einkehrt, tauchen die Probleme auf, von denen man gedacht hätte, ach, das wird uns doch nicht passieren. Leroy und Kimberly Wagner erzählen über ihre Partnerschaft. Am ersten Tag der Bibelschule läutete die Glocke und sie rauschte in all ihrer Pracht durch die Tür. Sie fiel mir sofort auf. Sie strahlte Lebensfreude aus, war selbstbewusst und schön. Es war Liebe auf den ersten Blick. Er verliebte sich in ihre Begeisterungsfähigkeit und sie sich in seine ruhige Stärke. Schon bald waren sie verlobt. Ich dachte, die Ehe wird ein tolles, 50 Jahre dauerndes Date werden. Jetzt sind wir immer zusammen, das wird ein Spaß. Der Spaß endete am dritten Tag ihrer Hochzeitsreise. Nach einer langen Autofahrt freute sich Kim auf einen romantischen Abend. Und er schlief auf mir ein. Kaum im Bett schlief er schon. Ich wachte auf, weil sie weinte. Ich dachte, es sei keine große Sache und sie würde sich schon wieder beruhigen. Ich war schockiert und sagte, wieso rührt es dich nicht, wenn ich sage, dass ich verletzt bin? So ging es die ersten Ehejahre. Wenn Kims Erwartungen enttäuscht wurden, reagierte sie emotional. Leroy wies alles von sich oder zog sich zurück. Was sie früher aneinander faszinierte, trieb jetzt einen Keil zwischen sie. Ich liebte Leroy, fühlte mich aber von ihm abgelehnt. Ich habe als Kind gelernt, keine Gefühle zu zeigen. Ich war oft sauer auf ihn und enttäuscht. Ich konnte damit nicht umgehen. Also machte ich dicht. Ich wollte, dass er mal aufsteht und sich wie ein Mann benimmt. Ich hatte das Gefühl, ihr niemals gerecht zu werden. Es war genau das, wovor ich immer Angst hatte, nicht so zu sein, wie man als Mann sein müsste. Ich hatte ständig das Gefühl, Leroy bei allem helfen zu müssen. Je mehr ich mich schlecht gelaunt und untätig in meine Höhle zurückzog, desto mehr Druck machte sie. Nach 5 Jahren war ihre Belastungsgrenze erreicht. Ich weiß bis heute, an welcher Kreuzung wir im Auto saßen. Ich hatte ihn mal wieder unter Druck gesetzt. Er schaute mich an und stimmte mir zu. Ich scheine dich nicht so zu lieben, wie ich soll. Das hast du ja deutlich gesagt. Ich weiß nicht, wie das geht, also liebe ich dich wohl nicht. Ich war am Boden zerstört, aber nicht überrascht. Als Christen wollten sie keine Scheidung. Also lebten sie 11 Jahre als WG zusammen und zogen die Kinder groß. Als für Kim die Lage unerträglich wurde, zog sie sich zum Bibellesen und Beten in eine Hütte zurück. Gott nutzte die Bibel und stellte mir unser Eheleben vor Augen, wo ich Leroy verletzt und eingeschüchtert hatte, wo ich richtig fies zu ihm gewesen war. Ich schrieb jeden einzelnen Vorfall auf, an den Gott mich erinnerte. Dann bat sie Leroy, zu ihr in die Hütte zu kommen. Sie hatte am Telefon gesagt, sie wolle erzählen, was Gott ihr gezeigt hat. Aber ich war emotional wie tot. Ich konnte gar nichts dazu sagen. Das war okay, denn Gott hatte mich verändert.
Früher hatte ich Leroy nicht so behandelt, dass er mich hätte lieben können. Aber jetzt war es mir wichtiger, ihn zu lieben, als von ihm geliebt zu werden. Kim hatte sich verändert, aber ihre Ehe nicht. 2 Jahre später nahm sich auch Leroy eine Auszeit. Er bat Gott, Licht in sein Inneres zu bringen. Gott hat mir meine frühe Kindheit vor Augen gestellt, wie Angst schon immer mein Leben kontrolliert hatte. Angst, meine Pflichten nicht zu erfüllen. Angst, meinen Mitmenschen nicht gerecht zu werden. Das hat meine Ehe mit Kimberly sehr beeinflusst. Ich bat sie um Vergebung und sagte, wie ich mit dir umgegangen bin und mein ganzer Schmerz, daran bist nicht du schuld. Das alles war schon da, bevor ich dich traf. Und so begannen wir neu, geknickt, demütig und reuevoll, aber mit der Aussicht, dass Gott unsere Ehe wiederherstellen würde. Das war 1999. Heute ist ihre Ehe stärker denn je. Sie beraten andere Paare und geben weiter, wie man mit Gottes Hilfe zweite Chancen nutzen kann. Er hat unsere Ehe gerettet. Und es ist eine glückliche Ehe, voller Segen und mit viel Spaß. Was hätte ich alles verpasst, wenn ich damals aufgegeben hätte? Es schaudert mich richtig, wenn ich an all den Segen denke, den ich verpasst hätte. Nur weil ich aufgegeben hätte, anstatt durchzuhalten und ihm zu vertrauen. Mein Mann ist mein bester Freund. Mit niemandem verbringe ich lieber Zeit. Ich bewundere und verehre ihn. Nie hätte ich gedacht, dass es so schön werden würde. Das ist der Beweis, dass man Gott vertrauen kann. Es gibt ihn wirklich und er arbeitet an uns. Gott kann alles tun und hat viel für uns getan. Ich kann gar nicht aufhören, über ihn zu staunen. Kim und Leroy sind sehr verschieden. Sie ist impulsiv und emotional, er dagegen ruht in sich selbst. Anfangs zog diese Verschiedenheit die beiden zueinander hin, doch schnell wurde ihre Unterschiedlichkeit zum Dauerstreitpunkt. Ist es also besser, sich jemanden zu suchen, der genauso ist wie man selbst? Andreas hat sich Gedanken gemacht. Wer Ehe ernst nimmt, muss mit Konflikten rechnen. Denn ob man nun eher beieinander ist oder ob sich zwei gefunden haben, die ihr gegensätzlich sind, eine erfüllende und lebendige Ehebeziehung erfordert es, neben all dem Schönen, das man jetzt natürlich mit dem anderen erleben kann, dass man entschieden und aufrichtig daran arbeitet und Brücken baut. Meiner Erfahrung nach haben es Menschen leichter, die sich eher ähnlich sind, aber konfliktfrei bleibt es in keinem Fall. Und das wäre auch schade. Denn ohne die Auseinandersetzung mit den Wünschen, Sichtweisen und Eigenarten des anderen wäre Ehebeziehung schlicht langweilig. Denken wir doch mal an die Anfänge. Es macht doch den ganzen Reiz des Verliebtseins aus, dass man gar nicht genug vom anderen hören, erfahren und verstehen kann. Man ist total fasziniert von diesem anderen Menschen und stellt sich auf ihn ein. Und manchmal geht es auch zu weit und man verstellt sich. Aber im Grunde ist diese heiße Verliebtheitsphase wirklich wichtig für die Beziehungsentwicklung. Denn sie macht uns in einer Weise formbar, wie es hinterher oft nur noch in konfliktreichen Auseinandersetzungen möglich ist. Und das heißt, Konflikte zwingen uns in die Begegnung mit dem Ehepartner. Und diese Begegnung macht am Ende das Miteinander stabiler und lässt es wachsen. In gleicher Weise gilt das auch für uns selbst. Ohne Konflikte würden wir keinerlei Beziehungsfähigkeit lernen, würden uns nicht verändern, geschweige denn in unserem Charakter oder unserer Persönlichkeit reifen. Ohne Konflikte würden wir nicht zu den Menschen werden, die Gott in uns sieht und die auch ein Segen für ihre Mitmenschen sind. Im Sprüche 27, Vers 17 steht, so wie man Eisen benutzt, um Eisen zu schleifen, schleift ein Mensch den Charakter des anderen. Mit anderen Worten, dadurch, dass wir uns dem Kontakt mit dem anderen nicht entziehen, bekommen wir eine richtige Kante. Also im guten Sinne regelrecht Profil.
Ja, und wer jetzt denkt, mit der Romantik wäre es für immer vorbei, nur weil es eine Zeit lang um etwas anderes geht als süß säuselnde Worte und verliebte Blicke, der darf sich freuen. Denn die Beziehung ist gerade dabei, an Tiefe und Qualität zuzunehmen. Und oft steht am Ende dann auch die Wiederentdeckung der Romantik. Und deshalb geben Sie nicht auf und suchen Sie Gottes Hilfe. Und gerne bete ich genau dafür jetzt mit Ihnen. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für viele gute und funktionierende Ehen in dieser Welt. Und doch steckt da viel Arbeit drin und eben auch das Potenzial zu scheitern. Hilf uns, in der Andersartigkeit des Ehepartners einen Schatz zu sehen, der unser Leben bereichert, und schenk uns immer wieder Zeiten vorbehaltloser Liebe, Nähe und Zuneigung. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 18 18 88 00. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 18 18 88 00. Und für die Schweiz 044 57 50 270. Etwa die Hälfte der indischen Bevölkerung leidet unter extremem Wassermangel. Schlechte Versorgung und fehlende Infrastruktur machen es besonders für die Landbevölkerung wirklich schwer, sich mit ausreichendem und sauberem Trinkwasser zu versorgen. CBN hilft mit Brunnenbauprojekten. Yashoda schuftet jeden Tag auf den Feldern ihres Dorfes. Neben der Feld- und Hausarbeit braucht sie 5 Stunden am Tag, Wasser vom 1,6 Kilometer entfernten Brunnen zu holen. Ich stehe um 6 Uhr auf, mache den Haushalt und schicke die Kinder zur Schule. Dann beginnt das Wasserholen, eine schwere Arbeit, von der ich Rücken- und Nackenschmerzen bekomme. Die anderen Dorfbewohner haben dasselbe Problem. Ihr Pastor wollte ihnen helfen, wusste aber nicht wie. Das Wasser war für alle eine große Herausforderung und verursachte viele Krankheiten. Ich sorgte mich um die Familien und betete zu Gott. Dann hörte ich von CBN. CBN wurde vom Pastor kontaktiert und bohrte im Dorf einen Brunnen. Nun haben alle sauberes Wasser. Duell? Der Brunnen ist ganz nah. Ich muss nicht mehr weit laufen. Mein Nacken und Rücken tut nicht mehr weh und wir werden nicht mehr krank. CBN ist gekommen und baute den Brunnen. Vielen, vielen Dank. Die Bewohner von Chilangi in Ostindien glauben, dass, wenn eine schwangere Frau während einer Mondfinsternis etwas geschnitten hat, ihr Kind mit einer Lippenspalte geboren wird. Surya Kumari dachte, dass das ihrem kleinen Chini passiert sei. Ich muss unbewusst während der Mondfinsternis Gemüse oder so geschnitten haben. Vielleicht ist es meine Schuld, dass er so zur Welt kam. Surya Kumari und ihr Mann sorgten sich, dass ihr Sohn sein Leben lang ausgelacht werden würde. Eine OP konnten sie sich nicht leisten. Chinis Vater ist Farmarbeiter und bekommt weniger als $5 täglich. Es reicht nur ganz knapp für Miete und Lebensmittel, gerade zum Überleben. Dann kam jemand von CBN ins Dorf mit guten Neuigkeiten. Chini kann in einem nahen Krankenhaus operiert werden, kostenlos. Einen Monat später besuchten wir die Familie erneut. Er ist so schön. Ich hätte nie gedacht, dass sowas passiert. Vorher war er meinen Schwiegereltern egal. Nun können sie nicht genug von ihm bekommen. Chinis Leben ist jetzt total anders. Danke an alle, die das ermöglicht haben. Ja, so eine OP ist eigentlich ein Routineeingriff, aber für viele Menschen in armen Regionen der Welt nicht bezahlbar. Gut, dass Chini jetzt keine Einschränkungen mehr hat. Ja, liebe Zuschauer, vielleicht möchten Sie sich an solchen humanitären Projekten beteiligen. Oder Sie wollen diese Sendung unterstützen, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben. Dann werden Sie Partner von CBN. Alle Infos dazu finden Sie auf der eingeblendeten Webseite, und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es natürlich auch am Ende dieser Sendung.
Ja, nach dieser Sendung heute würde mich doch mal brennend interessieren, Andreas. Wie sieht es bei euch aus? Hast du dir deine Ehe so vorgestellt, als du frisch verliebt warst? Also ehrlich gesagt nicht. Es hat eher meine Vorstellung übertroffen. Ich habe mich auf jeden Fall nicht in meiner Frau getäuscht. Das ist immer noch super, dass ich sie damals gefunden habe und sie mich gewählt hat. Also ein großer Gewinn für mich auch. Und also so eine Ehe, die wird ja ohnehin erst ab dem 15. Ehejahr so richtig gut. Ja, wenn man so ein bisschen reifen konnte miteinander. Hört sich sehr gut an. Ja, liebe Zuschauer, dann sagen wir an dieser Stelle schön, dass Sie mit dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen und Gottes Segen. ErlebTV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie ErlebTV unterstützen? Dann spenden Sie und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet.